Ernsthaft, halt wirklich? Ja. Hey Leute, das ist echt krank, ey. Schnell, sag mir, aber bis zum Bus, komm schnell. Schnell! Wir können. Das sind auf jeden Fall irgendwelche Ersatzteile. Original noch eingepackt, ne? Ja, überleg mal. Licht aus! Scheiße, wir sind nicht allein. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen heute im Bus. Ganz genau. Und der eine oder andere kann damit vielleicht schon was anfangen. Und zwar befinden wir uns heute im Ghostbus-Tunnel. Ganz genau. Viel Spaß bei dem Video. Ja, da oben ist eine Kamera, die ist ganz woanders hingerichtet und da steht auch nochmal mit Kameraüberwachung. Mal herein in die gute Stube. Oh ja, ist dunkel, ne? Mit Kameraüberwachung ist, würde ich mal hier behaupten, wohl nichts mehr. Ja, oder? Ja, muss einsteigen, bitte. Bitte einsteigen, ich bin noch mal rückwärts. Anja ist schon im Bus. Let's go. Wohin geht's? Ja, weiß ich noch nicht. Wo geht die nächste Fahrt? Weißt du noch nicht? Nee, lasst euch überraschen. Das ist eine Überraschung. Eine Überraschungsfahrt? Ja. Ja, schon gesehen. Ich hoffe, das hält hier auch alles. Hältst du einmal kurz die Kamera? Das sieht schon aus wie eine Treppe. Ja, guck mal. Hey, wie geil ist das denn? Gib her. Ja, Leute, ich will nicht sterben. Aber ist geil, so eine geile Tunnelbahn, ne? Ja, lass mich jetzt erstmal hier runterkommen, ne? Vernünftig. Oh mein Gott, Leute. Das hält mich doch nicht. Oh mein Gott. Hörst du das? Ja. Das ist hier irgendwie. Oh, ich bin fast unten. Ich hab's geschafft. Und Sabrina kommt auf den Tor. Und das erste, was man hier unten sieht, sind solche Griffe aus dem Bus, ne? Kennst ja. Die gibt es bei uns ja auch. Ja, so Haltegriffe, ne? Gibt es die überhaupt noch? Ich weiß nicht, ich bin ja schon so lange kein so Bus mehr gewesen. Ja, genau. So. Genau. Ja. Hält man sich da fest. Ganz genau. So ist es. Ja, Leute. Also wartet mal ganz kurz. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite, damit man das noch viel besser sehen kann, was hier Geiles zu sehen geht. Und 3, 2, 1. Whoop. Guckt euch das an. Guckt euch das mal bitte an. Wie geil sieht das bitte aus, ne? Oder? Wie steht das hier schon, ey? Das ist ja krass. Das ist richtig krass, ne? Ja, das muss ja schon. Das ist aber richtig krass. Jahrzehnte muss das ja hier schon. Es steht hier Jahrzehnte schon, hundertprozentig. Ja. Also muss ja auch, ne? Macht ja auch irgendwo Sinn, aber es sieht richtig cool aus. Können wir mal ein bisschen näher dran gehen. Also im Prinzip ist es ja nur so ein Waggon quasi, ne? Das wird dann halt einfach irgendwo dran geschnallt. Aber das ist so einer, wo man so. Ja, weißt du, an was mich das erinnert? An San Francisco. Ja. Da springt man doch auch immer rein und raus. Hinsetzen möchte ich mich nicht mehr, aber so. Nee, aber die ist schon echt cool, also muss man echt mal sagen. Das sieht richtig, richtig nobel aus, ne? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bequem, aber ich meine, ich denke mal, es war ja auch nicht für lange Fahrten gedacht, einfach mal, ne? Um von A nach B mal zu kurz zu kommen. Das war eine alte Straßenbahn. Krass. Ja. Was aber echt ärgerlich, dass manche Idioten das so kaputt schlagen, ne? Ja. Graffitis sind ja noch eine Sache, die sind ja schon schlimm genug, sag ich jetzt mal, ne? Die sehen ja nicht mal schön aus. Nee. Ne? Aber dann noch alles kaputt zu schlagen, das muss ja unten echt nicht sein. Boah, der ist richtig alt, der Wagen. Der war sicher irgendwie richtig cool, oder? 80er, hm? Ja, oder? Ja, ich denke.
Das ist auch ein ganz, ganz alter Wagen, ey. Krass. Ja, der ist ja mal richtig alt, ne? Der ist uralt. Guck dir mal an. Wenn du reinkommst, erstmal das Erste, was du, oder was man so sieht im Prinzip, ist hier alles so aus Holz, ne? Ja. Komm mal rein. Dann hab's hier einen Lichtschalter. Und jetzt, absolutes Highlight. Guck mal da vorne. Das sieht aus wie Tapete von meiner Großmutter. Ja, ne, das ist so ein richtiger Reisewaggon, glaube ich, noch, ne, von früher. Da gab es so Reisewaggons, ne? Kann gut sein, weil hier liegt nämlich ein Kleiderbügel. Ja, noch ein Kleiderbügel hier. Achso, guck mal, so konnte man schon mal so ein Fenster aufmachen, oder? Ja. Ich will es jetzt nicht machen, aber es sieht schon mal hier drauf so ein Gurt dran. Und ich glaube, man konnte die hier so aufmachen oder so. Und da oben konnte man Sachen verstauen. Sachen verstauen, ja. Aber mit der Tapete, weil mich würde so gerne dieses Baujahr interessieren von diesem Wagen, ne? Aber guck mal hier, was ist ganz wichtig? Falls irgendwas passieren sollte, ne? Ein Schraubenschlüssel? Ja. Das ist schon ein bisschen Erste Hilfe hier, aber ich denke, hier. Das wird echt so ein Reisewaggon von früher gewesen sein. Das sieht auf jeden Fall definitiv so aus. Guck mal hier ist wahrscheinlich so zum Spielen gewesen. Guck mal. Zum Spielen? Ja, guck mal, hier ist so Kindertapete. Jo. Aber guck mal. Ganz zu. Zumindest weiß ich nicht wie. Naja, auf jeden Fall wurde es dann so scheinbar geschlossen. Hier ist auch noch so ein Schrank, so ein ganz alter. Ja. Vielleicht waren da so Spielsachen drin gewesen. Aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, egal wie alt das ist, aber es sieht nicht schlecht aus oder so, ne? Also ich. Ja. Sieht jetzt nicht, also klar, es ist altmodisch, aber es sieht eben nicht schlecht aus. Also nee. Weiß ich nicht. Nee. Es hat irgendwie was. Hat noch einen gewissen Charme, ne? Genau. Auch hier halt das Ganze hier. Da hatte vielleicht jede Familie so sein eigenes Abteil. Also Holzmalereien sind das mit dann da halt Tapete, ne? Meinst du, jeder hatte so sein eigenes Abteil, so jede Familie, oder? Also früher war es ja irgendwie so, dass man so einen Reisewaggon ja, hier, quasi irgendwie mieten konnte, ne? Aber nur wenn du Kohle hattest, ne? Das gewisse Kleingeld. Wäre echt cool, wenn wir irgendwo so einen Hinweis auf das Baujahr finden würden an den Waggons. Ja, ich glaube, da müsst ihr schon richtig noch suchen, ne? Vielleicht irgendwo. Ja, aber guckt euch das mal an. Vor allem schaut euch mal an, hier sind so Holzfenster quasi drin. Holzfenster drin, das ist richtig, richtig krass, ey. Wirklich, richtig krass. Also hier werden offenbar nicht nur alte Waggons und Busse gelagert, sondern auch irgendwie so Material, ne? Ja, Ersatzteile, guck mal. Vielleicht wirklich Ersatzteile dafür. Hier, ich weiß nicht, was das ist oder was das heißt. Aber es sind auf jeden Fall irgendwelche Ersatzteile, ne? Ein Original noch eingepackt, ne? Ja, überleg mal, ernsthaft. Hauptsache Kabelhebel, klauen Kabel, aber so ist ja. Das hier. Was haben wir jetzt hier noch so drin? Können wir auch mal kurz reingucken. Jetzt haben wir nur noch Schaumstoff drin. Hier sind auch irgendwelche Ersatzteile. Ja, ein richtig schöner Schuss. Also das ist ja echt komplett neu, ne? Hier auch. Oh. Alles komplett neu. Hier. Überall, alles neu. Echt doch. Wahnsinn. Ja. Vor allem, dass es so frei zugänglich ist, ne? Es ist frei zugänglich. Hier sind überall kistenweise voll mit Sachen. Das hier schon jetzt mal und warum kann man das nicht noch benutzen? Ja, guck mal, hier sind, also ich glaube, für den Bus irgendwelche Ersatzteile, ne? Hier eben. Guck mal, hier ist ein Spiegel. Ein kleiner. Ja, ein kleiner, aber feiner Spiegel, ja. Hallo. Ja, aber krass, ne? Ja. Das hat mich gerade an so Kennzeichen erinnert. Ja, aber ich glaube, das kommt vielleicht. Also wer es weiß. Vielleicht oben, dass da die Schrift oder so, weiß ich nicht. Genau, schreibt mal in die Kommentare. Ja, aber Wahnsinn. Hier auch Spiegel. Was hier noch? Das ist ja alles hier noch original, ne? Das sieht aus wie von einer Dusche oder so. Ja, das sieht aus wie von einer Dusche. Vielleicht für Wasser und Schlüssel. Ja gut, ich denke mal, so ein Kfz-Mechaniker, der wird schon wissen, was das für Teile sind. Also wie gesagt, schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare original rein. Original eingepackt. Ja. Seit, keine Ahnung, wann das hier liegt. Ist das ein Datum? Nee, leider nicht. Okay. So, Anja guckt immer noch, ob wir irgendwie vielleicht ein Baujahr finden zu diesem Waggon, den wir uns gerade angeguckt haben. Wo wir vermuten, dass es halt ein Reisewaggon ist. Also ich würde mal schätzen, also ich würde vielleicht sogar eher so 30er, 40er hingehen. Ja. Das sieht echt richtig, richtig alt aus. Ja,
Das passt hier irgendwie so gar nicht hin. Das sieht aus wie so eine. So ein Pförtnerhäuschen oder sowas. Ja, so ein Pförtnerhäuschen. Vielleicht. Ne? Nee, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht saß hier jemand, der das halt hier alles so überwacht hat, sag ich mal, dass die hier reingebracht werden und abgeholt werden. Oder einen Schlüssel empfangen, weiß ich mal. Oder vielleicht konnte man hier einfach ein Busticket kaufen oder so. Also jetzt nicht hier an der Stelle, aber dieses Häuschen vielleicht früher. Ja, dass man halt hier, da steht irgendwas auch mit Transport. Wir sind ja momentan aber in Belgien. Warte mal ganz kurz, ich kann kein Französisch, aber guck mal, da steht ja 1,20 Euro oder 1 Mark 20 oder was auch immer. Ne? Ja, ja. So ein Busticket hier, 1,20 Euro. Ah, ist sogar Euro. 1,20 Euro. Dann irgendwie was anderes, weiß das ich, Kombi-Ticket oder sowas. Familienticket, 12-Zonen-Ticket. Ja, also wird man wahrscheinlich an diesen Häuschen früher doch dann da irgendwie so ein Fahrticket erwerben konnten. Aber bei uns steht immer noch drauf, was weiß ich, 2019 oder so als Beispiel. Ja, hier ist leider irgendwie nirgendwo so ein Jahr zu sehen. Das ist schade, ne? Das wäre echt interessant gewesen, von wann das halt ist. Wie gesagt, ihr seht das auch immer von oben. Das scheint so eine Art Ticketstation gewesen zu sein, die irgendwo stand. Weil sie die nicht mehr gebraucht haben, haben sie ihn einfach hier quasi gelagert, zwischengelagert. Und dann kamen die Idioten und haben kaputt gemacht. Ja, wie immer, ne? Was ist das? Hey, Licht aus! Scheiße, wir sind nicht alleine. Komm mal mit, wir verstecken uns da hinten. Leute, wir sind nicht alleine. Wer ist das? Keine Ahnung. Weißt du, was ist? Wir können da hinten wieder hochgehen. Wartet hier. Ich gehe bestimmt jetzt hier runter. Wieder hoch. Ja, komm hinterher. Aber ich denke, das sind auch Öl. Ich weiß es nicht. Oder die geht halt nur Kontrollrunde. Lass uns hier rein. Wo denn? Was sind Lost Blazer? Hast du mit denen gesprochen? Nein, aber glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, finde ich. Das ist so dunkel. Schau. Da aufpassen, auf das ist Licht. Julian und Daniel ergreifen jetzt die Initiative und die Offensive. Ja, wir sind Security. Komm mal. Oh Mann, ey. Ja, Anja, es werden wieder viele sagen, hey, ihr seid so paranoid. Aber wir sind lieber zu paranoid, ne? Als erwischt zu werden. Haben wir Schwein gehabt. Meine Fresse, ey. Gerade fast da auf die Fresse geflogen hier, ey. Ich doch auch. Boah. Daniel ergreift einfach hier mal die Initiative und denkt, hey, komm, scheiß drauf. Ja, ist so. Ne, wir sind einfach mal andersrum. Funzel voll an und dann haben wir so einen auf Security gemacht. Du Arsch, ey. Oh Mann, ey. Aber eure Aktion war geil. Leise. Bam. Ja, weil der Boden danach gegeben hat bei dieser komisch selbstgemachten Treppe. Ja. Ja, ja. So, hier ist auch noch ein richtig cooler Bus. Der sieht aus wie so ein Fernbus, finde ich, ne? Ja. Wie in den USA immer so, ne? Ja, genau. Aber wir können ja mal rein auf der anderen Seite. Ja, gehen wir mal einfach gucken. Schauen wir mal an, ne? Ja. Ja. Wir müssen auch immer irgendwie so eine Scheiße haben, ne, Anja? Hier haben sie irgendwie auch sich den Motor mal genau angeguckt, irgendwelche Leute. Vielleicht gibt es da irgendwelche Ersatzteile gebrauchen können. Aber richtig schlimm finde ich, dass überall die Scheiben eingedeppert sind.
Ja, wollte ich schon raus. Und da warte ich schon da ganz hinten auf der anderen Seite. Wo? Nee, ja, dann ganz hinten warte ich schon. Ja. Ach, guck mal, hier ist er drin. Lohnt sich das? Ja. Guck mal hier, da liegen überall noch Reifen drin. Aber hier hast du es mit einer Kette zugemacht, irgendwie. Mhm. Komischerweise. Was sie, ist eben ein bisschen seltsam, ne? Was sie aber nicht davon abgehalten hat, die ganzen Idioten mal wieder die Scheiben einzudeppern. Ne? Das ist eigentlich alles ein bisschen seltsam, wenn du mich fragst. Ne? Ja, das sind halt so ausrangierte Busse und Bahnen, die halt hier gelagert werden. Ne? Ich verstehe halt nur nicht, warum sie die nicht direkt verschrotten, warum man die hier lagert. Also ist ja nicht so, dass man die nochmal irgendwann benutzen kann, glaube ich. Wie die jetzt aussehen, sowieso nicht mehr. Sowieso nicht mehr, ne? Können ja einmal hier reingehen. Hier ist auch mal, wo der Fahrer halt saß. Und den Bus gesteuert hat. Meine Fresse, guck dir mal den Sitzarm, wie der aussieht. Tür zu. Tür zu. Tut, tut. So, Sabi, fahr uns mal los. Ey, wenn du dich jetzt da hinsetzt, dann kommst du nicht mehr ins Auto rein. Sie hat's getan. Sie sitzt. Ich zieh mich aus. Nur vor der Kamera. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Sabi zieht sich gleich aus, gibt schon mal einen Daumen nach oben. Ja. Ja, dann fahr noch kurz eine Runde und dann geht's los. Boah, die fällt ganz schön rasant. Hallo, lassen Sie mich lieber ansteuern, ja? Ja, halt, okay, stopp. Bitte. Halt, stopp. Guck dir mal dieses schimmelige, eklige, vergammelte Lenkrad an. Geil. Das sieht richtig eklig aus, ey. Sind Spiegel überhaupt richtig eingestellt? Hab's doch gar nicht gesehen hier. Guckst du eben all die Prospekte nach oder? Das ist, cool, das ist aber interessant, das ist interessant. Wollte ich gerade sagen, aber der sieht noch gut aus. Von wann ist der? Gut aus, ja. Ja. Guck mal, erste Seite oben. Ja, so meist irgendwie oben hier so. 17. März. 17. Ja. Ah, cool, wann? Dieses Jahr. Naja, ich denke, der ist ein bisschen aktueller. Ja, hier sind auch noch so ein paar Dosen. Aber ich glaube nicht, dass der Busfahrer hier während der Fahrt sich noch hier so ein kühles Blondes erlaubt hat. Ne? So, dann beenden wir hier unsere Busfahrt. Und alles okay. So, nicht wundern, wir haben Funkgeräte dabei. Also das war gerade Daniel. Mal reingehen. Okay. So. 75 km/h. Ja, der sieht auch wieder richtig, richtig alt aus. Scheiben schon mittlerweile auch nicht mehr vorhanden. Der Bus hatte schon die Reifen richtig. Das ist ja gang und gäbe, dass die Türen immer so aufgehen, dass sie so aussehen und so aufgehen. Ne? Hier sind sogar zwei Türen. Und hier steht ein Tisch drin. Ein Tisch? Und hier ist so Rauch. Oder? Ist hier Rauch? Mein Gott, der ist ja richtig ausgeschlachtet worden. Ne? Hier ist noch irgendwas. Ich weiß nicht, was ist das? Da ist noch einer die Palette hochgeflogen. Also wundert euch nicht, hier sind noch andere Airbags da jetzt drin. Haben wir ja gerade gesehen. Die uns etwas einen Schreck eingejagt haben. Anja hat schon Platz genommen. Das sieht sich eigentlich ganz gut. Also ein bisschen nah dran. Ja. Hier die Gänge. Nur ein bisschen Luft auf den Reifen, dann kann es losgehen, ne? Geht schon los. Nicht? Ach nee, es war eher deine Fahrensweise, ne? Stimmt, sorry. Danke. Ja, hier steht schon mal noch ein Teil. Ein ganz kleiner Teil von einem Bus. Ja, wie ist der Rest irgendwie abgeflext worden, ne? Ja, das sieht echt aus. Ja, pass auf, da gibt die ganze Scheiße noch um, ey. Ja, das ist so. Der Sitz ist auch schon weg. Aber gut, das funktioniert noch einigermaßen. Und hier die Gänge. Aber guck mal, hier ist er drin. Guck mal, hier. Also hier ist ja auch eigentlich für die Gänge, ne? Glaube ich, oder? Ja. In den USA ist es ja auch so. Hier für die Gänge ist es. Und hier ist ja die Handbremse. Ich sehe, wie alles ein bisschen seltsam, ne? Hm. Vor allem, hier sind auch überall kistenweise Material. Wieder neu, neu. Also alles neu. Eingepackt. Ja, noch richtig eingepackt, alles. Okay, hier ist das ein Front. Ja. Frontdings ja, von so einem Bus. Schön die Lichter noch rein. Hier ist alles im Endeffekt noch richtig gut. Ey, guck mal hier, da sind das hier an. Das sind die Sitze. Ja. Oh, die sind noch eingestrapst hier in so eine Folie. Ja. Guck mal, wie neu. Ja. Okay, staubt ein bisschen aber. Ja, klar, ein bisschen staubt, ne? Hört nie aus. Ist alles quasi voll damit, ey. Wahnsinn. Vor allem hier auf der anderen Seite auch noch so viele Sachen. Hier kistenweise. Immer die gleiche Frage. Warum, ne? Ja. Warum? Warum lässt man das hier so zu?
Hier sind doch so Fenster, guck mal. Mhm. Die kennt man ja noch aus den ganz normalen Bussen. Ja, Bussen und aus der Bahn ja teilweise auch noch, ne? Ja. Konnte man die auch so anklappen. Ja, mit stimmt. Mit C ist das ja meistens so. Das was ist das hier noch? Ja, hier sind auch irgendwelche Teile, guck dir das mal an. Ja, schade, dass wir kein Französisch können. Das ist nicht so gut, dass man jetzt wüsste, was da jetzt steht. Ah, guck mal, das könnte auch erklären, warum sie so riecht. Das sind so Tankstellen-Dinger. Ja, das ist eine Tankstelle, ja. Ja, super Plus. Sogar noch angeschlossen hier oben. Ja, klar. Hier mit dem Gabel, da kommt dann der Super Plus Benzin hier in die Zapfsäule rein. Ja, wer schon mal sehen wollte, wie so eine Tanksäule von innen aussieht, ne? Ja, das erklärt wahrscheinlich, warum sie so riecht, ne? Das ist wieder Öl, Benzin, irgendwas, keine Ahnung. Und hier liegen so zwei so. Guck mal rum. Was ist jetzt hier drin? Das ist wahrscheinlich ganz gut. Das brauchen wir mit ein bisschen Plutonium. Brett. Brett. Ist echt so traurig, dass die ganzen Busse hier so zerstört worden sind, ey. Kistenweise, das ganze Zeug hier, ey. Kistenweise. Was auch immer das hier sein soll. Ja, Farbbehalter. Hast recht, habe ich. Ah, okay. Ich will nicht angeben. Meine Fresse, ey. Ein Bus nach dem nächsten hier. Aber hier haben sie irgendwas, haben sie hier wahrscheinlich ein bisschen gesucht hier. Ersatzteile und irgendwas. Ein paar Schrauben, weil das überall die Motoren sind hier offengelegt. Ja, was war noch? Ja, hier sind auch Motoren. Ja, ganz viele. Hier irgendwie Schläuche. Dann wieder Teile vom Bus. Hier ist auch wieder so eine Ticketstation, die wir vorhin schon gesehen hatten. Ja, auch wieder komplett zerstört. Aber hier siehst du noch, dass da im Prinzip diese kleine Scheibe da, weißt du? Die konnte man dann im Prinzip hochschieben und dann konnte man dann das Geld da durchgeben oder wie auch immer. Genau. Schön im Blau gehalten. Ja, aber es ist richtig, guck mal, es ist richtig. Da konntest du noch richtig gegenhauen, da passiert nichts. Das ist Metall, ne? Ups. Nee, ich muss aber jetzt mal kurz sagen, jetzt ist hier gerade dieses, hier, das hier ist hier gerade runtergefallen, das ist nämlich ein Teelicht, ja, und es hat wahrscheinlich irgendeiner hier drauf stehen gehabt und das ist runtergefallen vermutlich, weil hier, da wo ich nämlich diesen Schlagtest gemacht habe, Leute, da passiert nämlich überhaupt nichts, weil das einfach ein richtiger, robuster Bus ist, noch richtig wie früher halt, wow, und das Hammermäßige ist, da steht ein Bus, hier steht ein Bus, und dahinter noch ein Bus, weil dahinter ist nämlich nochmal quasi ein Tunnel, wo noch mehr Fahrzeuge stehen. Also es ist echt der absolute Mega-Wahnsinn. Ich sehe da hinten ganz hinten am Ende ein Licht und es nimmt einfach kein Ende. Nee. Es ist einfach in die Unendlichkeit geführt. Genau, da hinten sind nämlich die anderen Airbags, die jetzt hier auch auf Erkundungstour sind. Und hier, der Julian kommt nämlich gerade aus dem anderen Tunnel, wohin nämlich nochmal was steht. Nochmal ein richtig alter Bus, wo man noch so reinspringen konnte quasi. Hammer an, ja, echt Hammer. Da stehen noch mehr Fahrzeuge, Leute, ey, es ist echt der Wahnsinn. Das ist jetzt auch ein ganz interessanter Bus, weil er hat zwar Reifen, er hat aber auch da unten irgendwie so einen Aufsatz für eine Schiene, ne? Und der hängt auch in der Luft, guck mal, der Reifen hängt in der Luft. Ja, genau. Der hat nämlich hier hinten und da, ist ja voll witzig. Da steht ja nämlich auch so eine Art für Schienenverkehr quasi, ne? Auch guck mal, das ist auch ganz komisch von hinten. Guck mal, du kannst hier noch einen Waggon anmachen. Im Prinzip. Also der fuhr scheinbar wirklich auf Schienen. Ja, aber konnte dann quasi auch auf dem Reifen fahren. Echt geil. Das habe ich noch nie gesehen. Nee, ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie der dann. Außer bei Zurück in die Zukunft oder so ungefähr, weißt du? Aber so habe ich das noch nie gesehen. Voll geil. Ja. Der Reifen, der ist ja nur Zierde. Ja. Der ist ja nur so dünn. Ja, guck mal von der Seite. Ist nur so dünn? Der ist nur, damit das so aussieht, dass man das ein Bus ist. Jo. Hier, Leute. Der ist so schmal nur. Zierde. Reifen. Ja. Und der ist nicht mehr abgerundet hinten, ne? Der ist hinten ja total platt. Also der ist hinten so abgeschnitten im Prinzip. Ja. Richtig witzig. Ja, das ist ja witzig. Richtig geil. So, Julian will jetzt. Ich stell schon mal das Warndreieck da hoch zur Leiter. Achtung, Achtung. Julian klettert jetzt da hoch. Meinst du das halt wirklich? Ja.
Wir können das Ding auch noch ein bisschen zur Seite schieben. Oh Mann. Was ein Freak, ey. Ja, echt ein Freak. Ey Leute, das ist echt krank, ey. Naja, gebt auf jeden Fall mal den Julian einen Daumen nach oben für die Aktion. Nicht nur einen, ey. Nee. Und? Nee. Ist da oben nix? Schade. Ist nicht wirklich viel. Wäre ja eigentlich ja gut. Auch Busse? Ja. Auch Busse? Merci. Krass. You're welcome. Echt krasse Aktion, Julian. Julian, Tier. Na, für einen geilen Bunker mache ich alles. Ja. Aber ist ja eigentlich gut, dass da nicht ist. Nee, da wäre ich jetzt auch nicht mit hochgegangen. Ach, wieso denn nicht? Nee, heute nicht. So, wir sind wieder am Anfang, wo wir quasi unsere Erkundung begonnen haben, bei dem ersten Bus. Genau. Ja. Haben auf jeden Fall deutlich mehr gesehen als erwartet, also dank Julian. Der ist dann nochmal woanders gucken gegangen und dadurch haben wir jetzt, nochmal viele andere Busse gesehen. Also wir dachten eigentlich nur, es wären hier die hier oben und ein paar da unten, aber da war doch noch deutlich mehr zu sehen als gedacht. Ja, auf jeden Fall super Location. Eigentlich wie immer, ne? Genau, ja. Mit den ganzen Ersatzteilen war auch mega interessant. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Besonders dem Julian. Ja, seine mega geile Kletteraktion. Ja, ja, da könnt ihr auf jeden Fall auf dem Kanal auch nochmal vorbeigucken. Genau. Bei Instagram, ne? Ja. Da sind in der Videobeschreibung bestimmt verlinkt. Genau, das sind auf jeden Fall immer richtig coole Bilder. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Genau. Ja, schreibt noch einen Kommentar weiter unten auf jeden Fall, wie euch das Video gefallen hat. Und Abo nicht vergessen. Ganz genau. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.